Ich beschäftige mich damit, wie regulatorische RNA-Moleküle bei Infektionskrankheiten eine Rolle spielen. Beim Infektionsforscher ist es ganz wichtig, dass er sowohl den Erreger und den Wirt versteht. Also er muss sich eigentlich mit zwei verschiedenen Arten von Organismen auskennen, die ganz andere molekulare Grundlagen haben. Von den vielen RNA-Molekülen, die wir in unseren Zellen und in unserem Körper haben, haben offensichtlich viele ein großes Spektrum an neuen Funktionen. Das sind die sogenannten regulatorischen RNAs oder nicht kodierenden RNAs. Und uns interessiert, wie bakterielle Krankheitserreger solche nicht kodierenden RNAs nutzen, um ihre Gene zu regulieren. Und mit diesem Verständnis wollen wir dann Infektionskrankheiten besser bekämpfen. Wir fragen auch immer, wie können wir solche kleinen RNA-Moleküle im Sinne einer Therapie in infiziertes oder erkranktes Gewebe oder in Organe einführen? Wie können wir solche RNA-Moleküle zum Beispiel über Membranen hinweg transportieren? Es ist vielleicht jetzt doch an der Zeit, meine Damen und Herren, eine kleine Klarstellung vorzunehmen, nämlich dahingehend, dass die Ornithologen im Nominierungsausschuss für den Leibniz-Preis nicht in einer erdrückenden Überzahl sind, sondern ich kann einfach nur zur Ehrenrettung des Nominierungsausschusses sagen, er geht kategorial, schlüssig, stringent und sauber vor. Und deswegen folgt auf Spatz und Storch jetzt eben Vogel. Der letzte in der Reihe alphabetisch, nur der Preisträger, den wir heute auszeichnen, einen herausragenden Vertreter einer Wissenschaft, an der sich Basisprozesse dieser Dynamik von Wissenszuwachs und der immer feinteiliger ausfallenden Wissensspezialisierung in den modernen Forschungsgebieten mit besonderer Prägnanz beobachten lassen. Herr Vogel, seit 2009 Professor in Würzburg, ist ein Infektionsbiologe, der mit seinen Forschungen nicht nur einen enormen Detailliertheitsgrad an Wissensspezialisierung erreicht hat, sondern die RNA-Biologie in ganz neue Richtungen gelenkt. Mit gutem Grund kann er heute als Wegbereiter dieses Forschungsfelds in Deutschland gelten. Ein Wegbereiter, der mit ebenso klugen wie einflussreichen Arbeiten erstmals Rolle, Funktion und Bedeutung von RNA-Molekülen in physiologischen und pathologischen Prozessen aufgeklärt hat. Sehr früh hat er dabei schon die Bedeutung der RNA-Biochemie in Prokaryonten erkannt und Hochdurchsatzsequenzierungsverfahren anwendbar gemacht. Der Auftakt zu einer ganzen Reihe von spektakulären Entdeckungen, mit denen er sich an die Weltspitze der RNA-Biologie gesetzt hat. Große Verdienste kommen ihm dabei vor allem bei der Entdeckung kleiner regulatorischer RNA-Moleküle zu. In vielen hochkarätigen Publikationen in führenden internationalen Zeitschriften hat er immer wieder die Bedeutung solcher kleinen RNA-Moleküle für die Kontrolle der Proteinsynthese und den Abbau von RNA demonstrieren können und so auch entscheidende regulatorische Mechanismen entschlüsselt, die für Bakterien wie für die Regulation zellulärer Aktivitäten insgesamt zentral sind. Die Leistungen von Herrn Vogel sind allerdings nicht allein auf die Forschung beschränkt. Sie schließen auch die wissenschaftliche Organisation und Selbstverwaltung mit ein. Dazu gehört nicht zuletzt ein vorbildliches Nachwuchsförderkonzept, das er an der Universität Würzburg entwickelt und sehr erfolgreich implementiert hat. Meine Damen und Herren, mit Herrn Vogel haben wir hier in Deutschland einen Forscher von Weltrang in der RNA-Biologie, der heute im Zenit seines Schaffens steht und Wissenszuwachs und Wissensspezialisierung auf diesem Feld in einer ganz eigenen Rhythmik vorangetrieben hat und zukünftig vorantreiben soll. Deswegen kriegt er nämlich den Leibniz-Preis. Herzlichen Glückwunsch. Applaus